Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walk the Talk auf Digbiz Leader TV. Heute mit Klaus Glatz, CDO der Antritz AG. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Sie sind als Anlagenbauer ein großes Produktionsunternehmen und auch ein Paradebeispiel dafür, dass sich auch Traditionsunternehmen als Service Provider aufstellen müssen. Mhm. Wie geht man mit dem Thema um, mit dieser Umstellung? Ist natürlich für uns eine ziemliche Herausforderung, von einem traditionellen Geschäft, traditionelles Geschäftsmodell in ein servicebasiertes Geschäftsmodell zu wechseln. Die Digitalisierung treibt uns dazu, zum einen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, zum anderen dem Kunden komplett neue Lösungen anzubieten, die er bis jetzt noch nicht hatte. Sie haben schon Digitalisierung angesprochen. Bei digitalen Innovationen geht es meistens um Kostenoptimierung, also Predictive Analytics. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es aber da auch ganz neue Businessmodelle gibt und Ideen, die daraus entstehen. Was zum Beispiel? Man, Kosten ist natürlich immer ein Thema, nachdem ja jegliche Aktivität, die ich im Bereich Digitalisierung tue, natürlich sehr mit hohen Kosten verbunden ist. Aber ich glaube, es ist ganz wesentlich, das Thema neue Geschäftsmodelle im Blickfokus zu behalten, da es ja darum geht, wie ändert sich mein Geschäft, welchen Impact hat das? Das geht hin zu monatlichen Verrechnungsmodellen, das geht hin zu umsatzbasierten Modellen. Wir bieten mehr Verfügbarkeit, wir bieten mehr Produktivität und können daraus neue Umsatzstreams generieren, damit der Kunde zum einen weniger Risiko hat, aber zum anderen im Prinzip wir auch an höheren Verfügbarkeiten, an mehr Output entsprechend partizipieren. Sie sprechen schon das Wir an, also Sie und Ihre Mitarbeiter, Sie müssen umstellen, einen Wandel dadurch ziehen. Wie holt man dafür die Mitarbeiter an Bord? Also neben dem Thema Kommunikation und Information, das natürlich immer ein Thema ist und da aber noch wichtiger wird, geht es auch darum, darüber nachzudenken, was bedeutet das für Abläufe, was bedeutet das für Prozesse, welche Arbeitsweisen muss man unterstützen. Es geht vielen um das Thema Flexibilität, Flexibilisierung. Aber auch so Dinge wie Agilität, wie arbeiten wir mit dem Kunden zusammen, wann binden wir den Kunden ein, wie entwickeln wir eine Lösung, ist für uns ganz, ganz wichtig. Also neben dem Thema, wie gesagt, Kommunikation, Flexibilisierung, aber auch das Thema komplett neue Art und Weisen, wie man mit dem Kunden arbeitet, ist für uns ganz wesentlich. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Einblicke und alles Gute auf diesem Weg. Vielen Dank, sehr gerne.